Hier ist die Harke, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Jörg Nierzwicki und dies sind die Themen für Samstag, den 16. September. Ein 30-jähriger Mann steht im Verdacht, in einem Bus der Linie 42 ein 11-jähriges Mädchen im Intimbereich angefasst zu haben. Der Vorfall ereignete sich am 11. September in Linsburg. Gegen den polizeibekannten Störenfried mit unklaren Wohnverhältnissen ist nach Angaben von Polizeisprecher Axel Bergmann ein Strafverfahren wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern eröffnet worden. Der niedersächsische Bundestagsspitzenkandidat der Grünen, Jürgen Trittin, und die heimische Abgeordnete Katja Keul sind am Freitag zum Gespräch in der Harke-Redaktion gewesen. Trittin hofft auf ein zweistelliges Wahlergebnis, Keul auf viele Zweitstimmen, um den Einzug in den Bundestag zum dritten Mal zu schaffen. Ein rund 12 Kilometer langer Radweg soll an der Bundesstraße 215 von Stolzenau bis nach Glissen gebaut werden. Die Straßenbaubehörde hofft auf einen Baubeginn 2019. 2020 soll dann alles fertig sein. Die Liegestühle, die an drei Stellen in Nienburg aufgestellt waren, sind nun im Winterquartier. Trotz anfänglicher Vandalismusprobleme plant die Wirtschaftsförderung eine Fortsetzung im kommenden Jahr. Der traditionsreiche Jahrmarkt in Rodewald ist am Freitagabend eröffnet worden. Es folgte die Riesenherbstfete mit FFN-Moderator Axel Einemann und DJ Chris. Zum Sport. Fußballprofi Björn Lindemann ist nach 5,5 Jahren in Thailand wieder zurück in seiner Heimat Münchehagen. Der 33-Jährige unterschrieb einen Amateurvertrag beim Regionalligisten 1. FC Germania Egesdorf-Langreder und baut bei seinen Eltern Heike und Wolfram eine Wohnung für seine kleine Familie aus. Für die Landesliga-Fußballer des SVBE Steimke geht es am Samstag bei der Zweitvertretung des 1. FC Germania Egesdorf-Langreder wieder um Punkte. Fraglich ist dabei der Einsatz von Marcel Wind. Der ASC Nienburg um Trainer Stefan Ciborra entwickelt sich in der Fußballbezirksliga immer mehr zum Kreisprimus. Am Sonntag reist der Tabellenzweite zum TSV Bassum. Der SC Uchte will hingegen in Seckenhausen erstmals punkten. Hoya und Esdorf haben Heimrecht. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Harke am Samstag oder unter www.dieharke.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter der Quellenangabe Die Harke weiterverbreitet werden.